Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und auch heute wird wieder geballert. Denn wir machen mit unserem Todesschützen weiter. Und zwar genau an der Stelle, bei der ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich habe in der Zwischenzeit nicht weitergespielt, sodass wir nahtlos übergehen können. Und das Ganze machen wir nach einem kurzen Intro. Bis gleich. So, da stehen wir auch schon wieder. Wer sich daran erinnert, wir haben zusammen diese Steinreliefs betrachtet. Ist ja hier die tolle Quest, die wir machen sollen. Steinrelief Nummer 1 und Nummer 2 haben wir erledigt. Jetzt suchen wir Nummer 3 und dafür werfe ich mal einen Blick auf die Karte und da müssen wir auch quasi hier direkt hin. Guck mal, kann ich hier auf dem Pferd aufsteigen? Jawohl. Aber jedes Mal, wenn ich hier pfeife, das Pferd fehlt immer noch so hier Vorwärtsplötze oder irgendwie sowas, ne? Was sind denn hier für Figuren, ey? Komm, lass mal absteigen. Das sieht doch nach Stress aus hier. Okay, regeneriere ich eigentlich Lebensenergie? Macht das automatisch oder muss ich dafür irgendwas machen? Ah, automatisch, aber ewig langsam. Ah, wo bin ich denn hier gelandet? Vor lauter Ballern. Verlaufen. Da lacht er auch noch so. Oh, drücke im richtigen Moment auf die Fertigkeitstasten. Okay. Kann ich Kombos mit starten? Okay, das hatte man ja schon. Geht ja nicht. Ich kann ja nicht die Treppe hochschießen. Wie arm ist das denn? Obwohl, wahrscheinlich kann ich es schon, aber ich habe einfach noch nicht die Reichweite dazu. Vielleicht soll ich dazu mal dann hier, was haben wir denn hier? Schrotflinte, Gewehrhaltung. Okay. Reichweite steht jetzt nicht dabei, ne? Nö. Nö, nö, nö. Ups, Entschuldigung. Bei wem entschuldige ich mich? Ist doch niemand da. So, komm her. Nächste. Eine kleine Gruppe von Helden fand die Arche schließlich. Diese sieben Helden sind die Sternenboten. Die sterblichen Völker schlossen sich den Sternenboten an, um die Dämonen zu bezwingen und dem großen Krieg ein Ende zu bereiten. Spooky. Ah, wer hätte es gedacht? So, das vierte Steinrelief. Das ist Gott sei Dank nicht so weit weg. Ich hätte natürlich auch reiten können, aber. Ich finde das gerade irgendwie entspannter hier rumzulaufen. So, und Relief Nummer 4. Oh, jetzt tut sich was. Da bist du ja. Untersuchst du die Steinruinen? Vor langer Zeit nutzten die Sternboten die Macht der Arche gegen die Dämonen. Nun wird die Welt der Sterblichen wieder von der Dunkelheit heimgesucht. Deshalb bin ich auf der Suche nach der Arche um die Welt gereist. Alle sagen, die Arche sei nur eine Legende, ein Märchen. Aber diese Steintafel ist der Schlüssel zu ihr. Ich bin froh, endlich jemanden zu treffen, der auch an die Arche glaubt. Entschuldige mich nun, ich muss meine Suche fortsetzen. Bitte lass es mich wissen, wenn du etwas findest. Ladies and Gentlemen, Peter Morpheus has now left
The Area. Gut. Wo geht's jetzt hin? Wahrscheinlich abgeben, ne? Ach nee, da oben. Wache allen, Vermächtnis der Alten. Da, dafür nehmen wir was Pferdchen. Da habe ich jetzt aber keinen Bock hinzulaufen. Ich fange mich Stress mit meiner Katze an. Nicht unvorsichtig werden. Es gibt immer mehr von diesen Giftklauen-Räubern. Nee, runter. Die Steintafel des Schlüssels? Ach, etwa die Platte, die aus der Ostkapelle geräumt wurde? An der Ostkapelle, da habe ich wohl eine Quest angenommen. Dann reiten wir doch dahin. Mep, mep. Besiege die weißen Rotschnäbel. Na komm, da habe ich jetzt Bock drauf. Lass mal rumballern. Komm her. Oh, okay. Schrotflinte, geil. Entschuldigung. Er will noch mal, aber er hat noch nicht. Jawoll. So, haben wir noch einen Rotschnabel? Ja, genau da. Das ist geil. Mein Gott, macht der Spaß. Aber ich sollte ja hier in die Kapelle, ne? Genau, da lang. Okay, da muss ich mir erst noch dran gewöhnen, dass ich hier diese Karte aufmache. Das ist nämlich irgendwie einfacher. Oh, was ist denn hier los? Was mache ich denn hier? Oha! Hilfe! Ein Sammlerstück erhalten. Okay, ich muss mich gerade erstmal sortieren hier. Jawohl, ich möchte zur Ostkapelle reisen. Ach sorry, ich war gerade ein bisschen geflasht. Ich glaube, ihr habt es gemerkt. An diesen heiligen Ort? Na, aber hallo.
Oh, geil. So, hier muss doch noch einer. Hier, genau. Komm her, du. Und fertig. So, wo ist der, die Wache? Hier, komm, bleib doch mal hier. Such nach den Überresten. Danke für deine Hilfe. Aber gern doch. Bitte sag Alan, was hier passiert ist. Na klar. So, und hier wieder rausgehüpft. Ach so, mit dem Geländer agieren. Yay! Und einmal sliden. Hier kann man auch anders machen. Aber ich hatte gerade Bock drauf. So, hier, da, zu dem müssen wir hin. Ah, da können wir auch gerade hinlaufen. Nicht unvorsichtig werden. Ups. Diese verdammten Giftclown-Grabräuber haben die Wachen angegriffen. Okay, ja. Nehmen wir an. Was kriegen wir hier? Teile der Statue von Regulus. Ja, okay. Oh, ich habe einen Hut bekommen. Ich habe einen Hut bekommen. Was ist denn das für ein Hut? Kann ich den aufsetzen? Kann ich tatsächlich aufsetzen. Na, der sieht ja schön scheiße aus. Na gut, der sieht besser aus wie der andere. Wollen wir uns mal nicht beschweren. Okay. Was mache ich denn? Nee, ich will rausscrollen. Nicht unvorsichtig werden. Ich muss sagen, ich finde den Todesschützen schon ziemlich geil. Also der macht richtig Fun. Oh, habe ich hier noch irgendwas, was ich aufsammeln kann? Fische? Nee. Okay, wo soll ich denn jetzt hin? Ach, da hoch. So, Spuren der Steintafel. Ah ja. Nicht unvorsichtig werden. Hier ist was los. Okay. Entschuldigung. Okay, Wachenorden. Hast du echt allen Räubern auf der Straße die Garaus gemacht? Jo, hab ich getan. Ich wollte es ja gar nicht vorlesen. Abschließen, hab ich gemacht. Jawohl, dankeschön. 5 Fertigkeitspunkte erhalten. So. Was machen wir denn als nächstes? Hier gibt es Kampffertigkeiten, die habe ich noch gar nicht ausprobiert, ne? Wäre auch geil. Machen wir nochmal Empfehlungen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das richtig mache hier mit den Empfehlungen, ne? Ich gucke nämlich einfach hier, wo habe ich den Punkt? Hier zum Beispiel AT-02 Granate und dann war hier Zeichen der Apokalypse das hier Berken. Keine Ahnung.
Was passiert denn da? Was haben wir denn hier für? Ah, ich habe verkehrt gemacht, ne? Ich habe hier die entblößte Schwachstelle genommen, nicht doof. Spiralsucher. Ach doch, steht hier auch. Okay, dann ist ja nicht so schlimm. Was nehme ich denn als nächstes? Kombo-Vollstreckung. Was nehme ich denn besonders viel? Aktuell gerade nur die Granate und den Spiralsucher, ne? Naja, komm, dann machen wir das hier auch. Hier die Crit-Widerstand des Gegners, bla. Kann ich das dann irgendwie direkt übernehmen, dass er mir das übernimmt? Optionale Fertigung. Jetzt verstehe ich es gar nicht mehr. Was mache ich denn jetzt hier? Ach, egal. Genau. Wir nehmen den. Irgendwann später wird das sowieso alles nochmal umgeskillt, um es dann richtig zu machen. Aber ich glaube, es dauert einen Moment, bis ich geschnallt habe, wie das hier funktioniert. So. Noch ein. Entblößte Schwachstelle. Jawohl. Und dann habe ich noch zwei Punkte, ne? Kann ich den auch auswählen? Nee. Speichern? Habe ich die jetzt beide genommen? Kann ich hier, ach nee, mehr kann ich nicht reinpacken. Vier Stück gerade. Okay. Was haben wir noch? Empfehlungen? Kann ich bei der Kombo irgendwas machen? Vollstreckung. Da. Ja, auch mit vier Punkten, ne? Leichte Fußarbeit. So. Schauen wir uns doch mal an. Vollstreckung. Was haben wir hier? Was macht denn die leichte Fußarbeit? Aufwärtstritt schleudert Gegner nicht mehr in die Luft, sondern verursacht Lähmung. Komm, die setzen wir auch da rein. So machen wir das. Ups. Erkundige dich bei der Wache Mitzel über den Verbleib der Tafel. Wo ist die Wache Mitzel? Ach, da ist die Wache Mitzel. Geht ja direkt vor mir. Okay. Ich habe Infos über die kürzlichen Aktionen der Grabräuber gesammelt. Ja, hau raus. Na, okay. Folge den Spuren der Tafel. Der hat auch noch eine Quest für mich. Komm mal her, du. Ja, Grabräuber sind aktiver denn je. Ja, ja. Kannst du die Warnung bitte dem Ortsvorsteher Gori übergeben? Okay, da erklärt er mir nur, wie ich den Triporter benutzen kann. Dann komme ich umgehend dorthin. Annehmen. Gut. Aber jetzt gucken wir erstmal hier nach dem Dings, ne? Nicht unvorsichtig werden. Erkundige dich bei der Wache. Okay, habe ich doch gerade getan. Registriere den Stammhügel Außenpostentriporter. Ach so, da muss ich ja in die Nähe dazu gehen, ne? Alter. Mann, was ein Glück, gibt's hier kein Friendly Fire. Ich würde sie alle umbringen. Immer auf die falsche Taste drücke. So, öffne die Weltkarte M und genau. Weltkarte M. M. Weiterhin. Genau. Oh ja, machen wir hin. Wahrscheinlich hätte ich es auch umsonst haben können, ne? Ich habe doch diesen Bonus. Da war das nur die Hälfte? Ach, egal. Brauchst du vielleicht Hilfe? Ich hab's ja. Möge Regulus über diese Seele wachen. Kann ich jetzt hier irgendwie noch was machen? Ach ja, Spuren der Steintafel. Ach so, hier unten muss ich erstmal hin. Ich gehe erstmal zu dem Gori und warne den, dass hier die Räuber durch die Gegend flitzen. Genau. Heute etwas aufregend. Bisschen lost, aber es wird besser. Aber langsam. Aber besser. So, das ausblenden. Komm, bleib mal auf dem Gaul sitzen. Oh je, der ist aber auch schon was älter, ne? So, wenn
wenn du um diese Jahreszeit nach Stammhügel gehst, wirst du wahrscheinlich weiße Rotschnäbel sehen. Jo, wir sammeln ihre Federn, okay. Ja, meinst du, kannst einige Federn sammeln? Ja, na klar, sammel 10.000 hiervon, 50.000 davon und 100 Federn. Kannst du haben, mein Freund. Bring ich dir mit. So, jetzt gehen wir nochmal da hoch. Delrin? Ich hörte, die Wächter hätten die Hände voll zu tun. Bist du hier, um die Vorräte zu holen? Ah, guck mal, ich habe ein Lager. Guck mal an. Da können wir mal die Kisten reinschmeißen, ne? Kaderlager, persönliches Lager. Ach, Kader ist wahrscheinlich von der Gildenbank, ne? Ja, das kann ich doch bestimmt auch mit dem Rechtsklick oder so. Ja. So, können wir nämlich hier mal das ganze Graffel da reinschmeißen, weil noch kann ich ja nichts. Was weiß ich? Guck mal, antike Platinmünze. Krieg 20.000 Silber für. Komm, die Kiste tun wir auch erstmal da rein. Königslaune behalten wir erstmal. Was haben wir hier? Ausrüstungskiste für Abenteurer. Du kannst alle folgende Gegenstände erhalten. Flammengranate, Granate, Granate. Komm, das behalten wir erstmal. Das kommt rein, das kommt rein. Das müssen wir irgendwann alles da mal verkaufen, wenn ich weiß, wohin mit dem Krempel. Ob das wichtig ist oder nicht. Zahn von Grangor. Achso, per Rechtsklick. Ah, okay. Den kann ich im Abenteuerfolianten zuordnen. Aha. Und dem wahrscheinlich auch, ne? Okay, immer wenn hier dieses gelbe Symbol auftaucht, kann ich das wohl dem Folianten zuordnen. Geht das auch zweimal? Geht auch zweimal. Hoffentlich war das kein Fehler. Silber, 20.000. Yeah, Cash in the Tash. Sehr gut. So, aber der hatte noch eine Quest für mich, ne? Die Wächter hätten die Hände voll zu tun. Ja. Bist du hier, um die Vorräte zu holen? Wintervorbereitung. Willkommen im Pride Home. Warnung Räuber. Achso, hier kann ich jetzt noch was anschlagen. Gibt es Neuigkeiten? Ne? Sehr gut. Quest abgeschlossen. Und besiege Leutnant Kugo im Stammhügel. Hol den Warme. Den hau mal um. So, Spuren der Steintafel. Willkommen mit Pride Home. Sag mal, wo ist denn der? So. Kann man hier so abschließen. Ah. So ist schick, ne? So, da haben wir einen Briefkasten. Post. Postbote Kylo. Gildenverwalter. Glückwunsch, du bist an der Gilde beigetreten. Ja. Bin ich. Ersten Tag schon. So, globaler Chat. Interessiert niemanden. Wo muss ich denn hin? Kann ich da nicht noch weiter rausscrollen? Am Hügel. Genau, Überreste des Erzbischofs. Da, Wintervorbereitung. Ja, die will ich jetzt nicht unbedingt sammeln. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und steigen dann auch hier nächstes Mal wieder in Prideholm ein und ja, kümmern uns dann um die Quests, die es in den Stammhügeln zu erledigen gibt. Gut, Leute, ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuschauen gehabt wie ich beim Zocken. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschö mit Ö.